Die B10 zwischen Gingen und Geislingen wird neu gebaut. Hintergrund sind die hohen Verkehrszahlen und die damit verbundenen unzumutbaren Belastungen wie Lärm- und Luftverschmutzung. Aus diesem Grund wurde das Projekt in den Bedarfsplan 2016 des Bundes aufgenommen. Die bestehende B10 verläuft von Stuttgart kommend über Göppingen und Geislingen nach Ulm. Sie stellt eine wichtige überregionale West-Ost-Verbindung im Straßennetz von Baden-Württemberg dar und ist zugleich die Hauptverkehrsachse des Vilstals. Zwischen Stuttgart und Gingen ist die B10 bereits fertiggestellt und größtenteils vierspurig ausgebaut. Der Neubau des Abschnitts von Gingen-Ost bis Geislingen-Ost schließt direkt an den fertiggestellten Abschnitt an und stellt einen reibungslosen Verkehrsfluss sicher. Die Ortslagen Kuchen und Geislingen sind derzeit stark vom Durchgangsverkehr betroffen. Durch den Neubau der fast 8 Kilometer langen Strecke mit insgesamt 3 Talbrücken und einer Grünbrücke sowie 2 Tunnelbauwerken werden diese deutlich entlastet. Neben dem Auflösen der täglichen Stausituationen wird auch die Verkehrssicherheit in den beiden Ortslagen erhöht. Damit einhergehend werden die Lärm- und Schadstoffemissionen signifikant reduziert und die Lebensqualität der Bevölkerung deutlich verbessert. Zugleich wird durch den Bau einer Grünbrücke die Wiedervernetzung der Wildtiere gezielt gefördert. Beginnend an der bereits fertiggestellten B10 bei Gingen verläuft die neue Achse südwestlich von Kuchen und Geislingen entlang der Hangkante des Albtraufes. Die nachfolgende 3D-Visualisierung zeigt den aktuellen Trassenverlauf von Gingen Ost bis einschließlich Geislingen Ost. Mit dem Neubau der B10 werden die Ortslagen von Kuchen und Geislingen umfahren und die vorhandenen Ortsdurchfahrten ersetzt. Damit können diese um bis zu 76% vom Pkw-Verkehr und um 92% vom Schwerverkehr entlastet werden. Der Albtrauf ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten, weswegen zwischen Gingen und Geislingen ein Wildtierkorridor von internationaler Bedeutung verläuft. Um Luchs, Wildkatze und zahlreichen anderen Tierarten Wanderungen zu ermöglichen, ist hier eine multifunktionale Grünbrücke geplant. Eine Überarbeitung der Verkehrsuntersuchung zum A8 Albaufstieg ergab Hinweise auf eine stärkere Entlastungswirkung für die B10 als bisher angenommen. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses wurde die Verkehrsuntersuchung während des Planungsprozesses aktualisiert und auf einen neuen Prognosehorizont 2030 fortgeschrieben. Auf der 240 Meter langen Seetalbachbrücke sind beidseitig Lärmschutzwände zum Schutz der Wohnbebauung vorgesehen. In diesem Bereich wurde das Vilstal für den Erzabbau genutzt. Wir überqueren hier gerade den Kuchenstollen, der für eine sichere Querung der B10 verstärkt wird. Anschließend wird das Attenriedertal mit einer 204 Meter langen Talbrücke überquert. Die Anschlussstelle Geislingen West wurde der aktuellen Verkehrsprognose angepasst. Die Zufahrt auf die B10 erfolgt nun mit einer Ampelsteuerung ebenso wie der Anschluss der Querspange an die B10 Alt. Ab hier kann nun die B10 aufgrund der geringeren Verkehrszahlen 2 statt 3-streifig weitergeführt werden. Die Wohnbebauung an der Gassenecker-Straße wird durch einen 3 Meter hohen Lärmschutzwall vor Verkehrslärm geschützt. Durch diese bauliche Maßnahme wird ein sogenannter Vollschutz, das heißt die Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte der Lärmvorsorge, erreicht.
Alle Tunnelportale, wie auch die des 340 Meter langen Tunnels Altenstadt, sind mit hochabsorbierenden Verkleidungen ausgestattet, um auch hier den Lärm weiter zu minimieren. Für die neue Anschlussstelle Geislingen Mitte wird die Filz nach Westen verlegt und mit einem 145 Meter langen Bauwerk der Filztalbrücke überquert. Am Knotenpunkt selbst kann auf eine zweite Anschlussrampe verzichtet werden, wodurch der Flächenverbrauch verringert und die Versiegelung auf das Nötigste reduziert wird. Durch die geneigten Lärmschutzwände im Einfahrtsbereich des Tunnels wird die Schallsituation für die Anwohner insbesondere an den Y-Hochhäusern deutlich verbessert. Im Anschluss unterquert die B10 mit dem Schildwachttunnel auf ca. 2100 Meter Länge den Bergrücken der Schildwacht. Der Neubau der B10 endet im Rohrachtal. Hier geht sie in den Verlauf der bestehenden B10 über. Derzeit werden die umweltfachlichen Gutachten erstellt, um danach den gesehenen Vermerk vom Bund zu erhalten. Anschließend kann die Genehmigungsplanung begonnen und nach deren Abschluss das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Das Verfahren endet mit dem Planfeststellungsbeschluss, womit das Baurecht für die Gesamtmaßnahme hergestellt wird.